Ich liebe alle Menschen, aber ich will nicht immer mit allen Menschen zusammen sein. Guten Morgen! Aufgrund der Tatsache, dass ich doch jetzt einige Anfragen bezüglich meiner offenen Beziehungen und auch generell Freundschaften bekomme, möchte ich heute einmal Euch über mein persönliches Leben außerhalb der Online-Welt erzählen. Insbesondere über die Menschen, mit denen ich Kontakt habe und der nicht auf eine Art Hilfestellung gerichtet ist. Das muss ich dazu sagen. Ich liebe die Tatsache, dass ich Menschen helfen kann, sie inspirieren kann, sie anrege, über ihr eigenes Leben zu reflektieren. Und wenn ich davon rede, wie sehr ich die Menschen auch liebe, so ist dies ein tiefes, verbundenes Gefühl mit jedem von Euch. Doch wenn ein Kämpfer für den islamischen Staat mit dem Koran in der Hand sich an meinen Tisch setzt und fragt, ob ich ihm mal ein paar Zeilen aus seinem Büchlein vorlesen kann, dann tendiere ich dazu, diesen persönlichen Kontakt nicht als erstrebenswert anzusehen, ob seine etwaigen Konsequenzen. Das bedeutet nicht, dass ich diesen Menschen nicht liebe. Das tue ich. Aber ich weiß, dass in der Ausgestaltung unserer persönlichen Beziehung in diesem Moment ein paar schwerwiegende Probleme auf uns zukommen werden. Insbesondere auf mich. Das liegt einfach daran, dass wir andersartige Überzeugungen haben und auch wahrscheinlich einen etwas unterschiedlichen Zugang zur Toleranz. Das macht keinen Sinn für mich, trotz Liebe sich real zu begegnen. Das ist ein Extrembeispiel, aber es gibt je nach Persönlichkeit und Situation auch Abstufungen und diese habe ich für mich natürlich auch getroffen. Es gibt Menschen, mit denen ich meine Zeit gerne verbringe und es gibt Menschen, mit denen ich das nicht tue. Der einfache Grund ist dafür, ich möchte mein Leben nach meinen Vorstellungen gestalten und das bedeutet einerseits den Sinn, den ich meinem Leben gegeben habe, die Welt zu verbessern, inklusive Kontakt mit Menschen, die Hilfe benötigen, auch wenn diese nicht meinen Vorstellungen entsprechen, dass ich da den Hauptteil meiner Zeit da reinsetze und im Rest der Zeit ja, selber auch für meine Person viel Zufriedenheit, Inspiration und eine schöne Zeit zu generieren. Das ist mein Ego, ja, das möchte ich. Und diesen Teil möchte ich Euch heute vorstellen, den zweiten Teil. Ein ganz persönlicher Einblick in mein Privatleben. Mit welchen Menschen umgebe ich mich persönlich am liebsten? Das Wichtigste ganz voran, das Herz muss am rechten Fleck sein. Liebe Menschen, die empathisch und respektvoll mit anderen Lebewesen umgehen. Das ist das Wichtigste. Dann Macher. Menschen, die Verantwortung für ihr Leben übernehmen. Menschen, die die Schuld für ihre Unzufriedenheit nicht bei anderen suchen. Oh, ich wurde gekündigt, das Unternehmen ist so böse, in Deutschland läuft so schlecht, die Politik ist schlecht. Alle solche Sachen. Oder genauso, ich habe Krebs, alles ist schuld, nur nicht ich. Menschen, die genau wissen, dass man lieber zu viel Verantwortung für sich übernimmt als zu wenig. Menschen, die zur Opferrolle nein danke sagen. Menschen, die die Umstände akzeptieren und das Beste daraus machen und nicht auf eben System oder die Wirtschaft schimpfen. Die klar Missstände erkennen, mit denen man auch darüber reden kann. Die sich aber emotional nicht in eine Hilflosigkeit reinfallen lassen und eine Opferrolle. Und da sind wir beim dritten Punkt, den mein idealer Mensch, mit dem ich mich umgebe, erfüllt. Menschen, deren Emotionen sich nicht stark aus der Umwelt ableiten und nicht schnell umschlagen. Menschen, die stabil sind und nicht wie ein Fähnchen im Wind von einem Moment auf den anderen aggressiv oder überschwänglich, angepisst, überdreht oder was auch immer werden. Viertens oder fünftens, ich weiß gar nicht mehr. Menschen, die nicht zweifeln, sondern die bereit sind, Fehler zu machen und nicht stehen bleiben. Menschen, die sich weiterentwickeln wollen. Menschen, die angetrieben vom Idealismus oder von einem Feuer der Leidenschaft sind. Aber ja, es wird immer enger. Jetzt geht's weiter. Ein ganz wichtiger Punkt noch. Fünftens dann. Ohne diesen niemand mein Freund oder Partner werden kann. Die Menschen müssen demütig sein. Viele sind Macher und wollen sich weiterentwickeln, aber denen fehlt es an der Demut, teilweise auch an der Liebe. Die erkennen, dass es ja, also die Menschen, was wichtig ist, ist, dass diese dieses Erkennen haben, dass es kein wirklich sicheres Wissen außerhalb der von Menschen erschaffenen Wissenschaften wie Mathematik ja gibt, dass wir über vieles diskutieren können, aber am Ende nur eine Wahrscheinlichkeit steht, mit der die Theorie der Realität entspricht. Also empathische, trotzdem emotional stabile, demütige,
aktive Menschen, die die Verantwortung ausschließlich bei sich sehen und entsprechend nicht meckern, sondern etwas tun. Und zwar das, was möglich ist und damit zufrieden sind. Ihr seht daran, dass es sehr, sehr schwer ist für mich intensive Beziehungen aufzubauen. Da der Kreis mit Menschen, mit denen ich mich wirklich so verbunden fühle, dass ich meine Zeit auch außerhalb des Weltverbesserns verbringen möchte, dadurch sehr, sehr überschaubar ist. Wie ist es bei Euch? Mit welchen Menschen umgebt Ihr Euch auf privater Basis denn am liebsten? Was sind Eure Kriterien? Man kann sich das natürlich nicht immer raussuchen. Das ist jetzt auch eher so eine, ja, so eine Spinnerei, will ich nicht sagen, aber so ein Wunschdenken. Ne? Und da gibt es aber immer Punkte, die wirklich erfüllt sein müssen, ja, wenn man mit dem Zeit verbringen will. Und es gibt natürlich ein Idealbild. Ich habe Euch heute mein Idealbild vorgestellt. Aber lasst uns doch mal das Gedankenexperiment auch für Euch durchführen und quasi den perfekten Menschen konstruieren, mit dem Ihr Euch am liebsten umgeben würdet. Und dann könnt Ihr Euch natürlich die Frage stellen, wie sind denn die Menschen in Eurem Umfeld, wie sind die denn? Ne? Erfüllen die hin und wieder mal so ein Kriterium oder sind das komplette Gegenteil? Und dann stellt Euch die Frage, warum umgebt Ihr Euch mit den Menschen? Aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Ja, ich wollte Euch heute einen kleinen persönlichen Einblick geben, was ich persönlich ja, als Ideal anstrebe, wenn ich mit Menschen zusammenkomme auf einer privaten Basis und ja, was mir da besonders wichtig ist. Ich bin gespannt auf Eure Kommentare. Wir sehen uns. Bis dann, Euer Christian. Ciao.